So, das hier ist Harvest Seasons, gibt es auch auf Steam, Free-to-Play. Ich weiß gar nicht, irgendwer hat mir das neulich auf YouTube geschrieben, ich soll mir das mal angucken. Was wir prinzipiell machen, ist hier so die Teile bebauen und dann nebenbei hier so Sachen abbauen und ernten und das dann jeweils hier abgeben an die verschiedenen Gebäude, die wir gebaut haben. Und kriegen dafür Geld und Stuff. Und das ist in der Tat ein bisschen mehr Idle Game als das Spiel vorher. Außerdem können wir uns hier Upgrades kaufen. Farming Coins sind mehr, es droppen mehr Farming Coins. Finde ich gut. Also das hier ist auf jeden Fall viel, viel mehr Idle. Viel, viel mehr. Ich weiß gar nicht, ob es prinzipiell sogar ein Idle Game, also als Idle Game angelegt ist, ob es ein Reset-System gibt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Achso, ich kann sagen, warum passiert hier eigentlich nichts mehr, aber natürlich. Ich sollte vielleicht auch weiter Sachen abbauen, weil wenn wir keine Rohstoffe haben, können wir auch keine Quests erfüllen und kriegen kein Geld. Wenn die Teile hier übrigens komplett abgeerntet sind, sind die nicht weg. Also die kann man dann neu bebauen oder refreshen quasi. Das ist halb so dramatisch. Ich würde ganz gerne irgendwie mehr als zwei Arbeiter kriegen. Das wäre ganz nett. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Dunst wie. Und ich weiß auch noch nicht, was diese random Lichtstrahlen hier sind. Warte, ihr hört mich nicht mehr? Achso, nee, du hörst mich. Achso, okay. Es war nur einer und das Problem lag nicht an mir, alles klar. So, genau. Hier können wir jetzt nämlich quasi einmal flatten machen, also einmal ebenen. Ihr wollt alle Holz und Geld und noch mehr Geld, meinetwegen. Das bringt mir dann alles hier unten hauptsächlich die Ressource und damit können wir dann irgendwann auch Gebäude bauen. Und es gibt hier so, ich weiß nicht, es sind Gems, glaube ich, sollen es sein. Davon habe ich, ich weiß gar nicht, steht eigentlich irgendwo, wie viel ich davon habe? Nicht so richtig. So, und hier kommt mal wieder so ein Feld hinten. Ja, die Sache ist, im Store hier unten kann man irgendwie auch nur so Kram kaufen, aber halt für echt Geld. Das ist so die Sache. Also ich habe halt auch erst gedacht, hier kann man die Gems total ausgeben, aber nicht so. Also man kriegt als Bonus auch noch Gems dazu, aber ich habe noch nicht gefunden, wo ich die Gems ausgeben kann. Oh, habe ich gerade einen 8-Stunden-Idle-Bonus gekriegt von irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Skillpoints earned, Blueprints earned, okay. Ah, das ist Prestige quasi, okay, verstehe. Ready to start a new season. Unlock at Major Level 15, ne? Da brauchen wir noch ein bisschen. So, was können wir denn hier gerade bauen? Oh, hier können wir voll viel bauen. Ich habe noch gar kein Battle-Gebäude. Wir machen hier mal so ein Training Yard hin. Also die Gebäude, die wir hier bauen können, die produzieren eben dann entsprechend die weiteren Ressourcen hier. Also Population und Culture und Science und Battle irgendwas. Magic geht noch nicht. Was ist das hier eigentlich?
Und sind noch Fische und irgendwas. Und keine Ahnung, was die beiden Sachen sind. Brauchen mehr Kultur, definitiv. Und mehr Science. Oh, wobei. Science, Bitches. Wird das ein Let's Play? Sehe ich auch. Entschuldigung, sehe ich auch noch nicht. Ich wollte es mir halt hauptsächlich mal angucken. Also ich habe hier irgendwie gestern Abend, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so dran gesessen. Würde ich mal schätzen. Wahrscheinlich war es mehr, weil es immer mehr ist, als man denkt. Aber... ich weiß nicht, also das Gebiet ist halt relativ groß. Da geht noch einiges. Aber im Moment macht man halt nichts außer... also es wäre halt ganz cool, wenn das hier automatisch gehen würde irgendwie. Und ich wüsste halt ganz gern, wo ich die Gems ausgeben kann. Das wäre irgendwie ganz nett. Weil da habe ich inzwischen halt auch, keine Ahnung, locker 1000 von inzwischen. Würde ich mal schätzen. Ja, stimmt, da gab es ja auch schon irgendwie 1000 als Bonus für irgendeinen Fix oder für irgendeinen Bug, den ich nie mitgenommen habe, aber... Major Level Up. Okay. Kann ich hier beim Major Level irgendwas machen? Nee, auch nicht. Ach, guck mal hier. Construction Yard. New Blueprints Every Day. Was ist das hier? Keine Ahnung, ich kaufe das jetzt einfach mal. Ach Mist, das wollte ich gar nicht bauen. Mist, verklickt. Na egal. Okay, irgendein Achievement. Für was auch immer. Wann schalten wir hier das nächste eigentlich frei? Farm. City Hall Level 15. City Hall ist, glaube ich, das gleiche wie Major Level. Also zumindest wüsste ich gerade nicht, welches Gebäude die City Hall ist. Hier ist alles noch gesperrt. Das kann ich unlocken. Okay, cool. Was macht das? Dungeon. Okay. Brauche ich aber 10 Battle-Punkte für, die habe ich nicht. Aber hatte ich hier nicht irgendein Kampfdings? Ah, guck mal, was kann ich denn hier noch machen? Ich kann die Sachen importieren. Okay, fancy. Machen wir mal. Spaßeshalber. Was können wir hier machen? Ah, das waren die Blueprints. Okay. Der Turm macht nichts. Okay. Ah, das ist die City Hall. Okay, sehr total die City Hall. Sieht man sofort, dass dieses kleine Kackhaus die City Hall ist. Das ist ungefähr das kleinste Gebäude in diesem Spiel, aber es ist natürlich die City Hall. Das ist ganz klar. So, das Training Yard ist irgendwie noch ein bisschen low. Da könnte noch ein bisschen mehr passieren. Ich glaube, wir
sammeln einfach nochmal ein paar Ressourcen und dann ist es voll blöd, dass wenn man sich nicht eine Sache leisten kann, man die Preise nicht nachgucken kann. Das ist ein bisschen ungünstig gemacht. So, hier ist ein Ausrufezeichen dran, dass ich mir irgendwas leisten kann. Ach, guck mal, hier unten kann man noch scrollen. Unlock more resource tiles. Jawohl, bitte. Ich meine, das hire one more worker. Alter, das braucht 1500 Battle Points? Was soll ich das denn hernehmen? Ich meine, ich kann jetzt noch Sachen hinpacken, aber ich habe ja eh nur zwei Worker. Also das bringt mir halt gar nichts. Ist ja nett, aber... Meh. Was auch immer das gerade war. Ich hätte ganz gern genug Gold, um hier irgend... Oder ist der Bauplatz einfach grundlegend noch gesperrt? Ist es das? Vielleicht ist es auch das einfach. Okay. Okay. Whatever. Also so ganz steige ich hier noch nicht durch. Offenbar können wir auch erstmal nichts bauen, dann leveln wir das Training Yard jetzt halt definitiv weiter. Ja, dann können wir aber auch alles hier weiter leveln. Wenn wir jetzt gerade auf kein Gebäude sparen, dann können wir ja alle Quests abgeben. Das Quests abgeben ist halt auch irgendwie so eine unnötige Klickorgie. Also für ein Idle-Game oder für ein idle-lastiges Game auf jeden Fall gleichzeitig sehr klicklastig. Lebt der Chat eigentlich noch oder hat sich das Plugin gerade aufgehängt? Ich bin mir unsicher. Lebt noch. Okay, sehr schön. Ist dead. Schon so ein bisschen. Also ich meine, ich kann hier jetzt natürlich noch sinnlos, weil es mich halt auch nichts kostet, aber es bringt ja nichts. Da steht unten immer ein Multi 5 oder Multi 10. Kann man das ändern? Ja, kann man. Warte. Na gut, hier jetzt gerade nicht. Also vielleicht kann man da dann entsprechend gleich die zehnfache Menge an Kram abgeben, von dem, was die haben wollen. Schätze ich mal. Und levelt dann schneller? Keine Ahnung. Also hier kann ich es nicht machen, weil hier, die wollen halt 8 Produce haben oder 8 Bären und ich habe halt nur 11. Da geht das nicht. Aber gucken wir gleich mal. Also die wollen Holz haben. 40? Ne, 85. Da können wir das Fünffache. Ah, und dann levelt das direkt. Okay. Okay, da kann man die Quest also quasi mit einem höheren Wert abgeben oder mit einem höheren Bonus. Das macht viele Sachen einfacher. Also macht auf jeden Fall viele Sachen schneller, sagen wir es so. Hauptsächlich bei den Goldquests machen, glaube ich, da lohnt es, weil Gold habe ich im Moment mehr als genug. Lose City, unlock next city tiles, jawohl, bitte. Unlock hunting tiles, auch das nehmen wir. So, dann können wir hier jetzt nämlich bauen. Theoretisch, sobald wir uns irgendwas leisten können. Battle wäre auf jeden Fall nochmal interessant.
750 Holz. Oder, na, Moment, 300 Holz und 200 Produce, okay. Und 200 Skins, aber Skins können wir kaufen. Holz können wir auch kaufen, dann müssen wir jetzt nur mal ein bisschen... Produce, Produce, was ist das hier oben? Ah, das kann ich jetzt unlocken, okay. Wenn du bei Forestry strollst, gibt es ja vielleicht eine Autofunktion zu kaufen. Schaue ich gleich mal. Ne, die Skins brauche ich gerade leider. Moment. So viel kann ich gar nicht kaufen. Das ist ja ungünstig. Okay, dann kommen wir hier auf jeden Fall... nicht zu den 200 Skins. Aber wir können ein Witch House bauen. Das ist in Ordnung. Kriegen wir ein bisschen Magic. Vielleicht können wir damit was reißen. Und dann brauchen wir 750 Holz und so. Okay. Wie das einfach total rausfällt. Also wie es halt überhaupt nicht ins Setting passt. So gar nicht. Aber okay. Sei es drum. Eine Hand, den können wir jetzt auf jeden Fall machen. So. Dann kriegen wir vielleicht auch mal ein paar Felle an Land. Weiß ich nicht. Was produziert denn Felle eigentlich? Oder Skins? Na, guck mal, da slasht jetzt gerade irgendwer rum. Bringt das irgendwas? Vermutlich. Kann ich aber auch nur im Training Yard machen. Mal gucken, was passiert, wenn die Leiste da abgelaufen ist. Hier, Automation. Schneller, mehr Coin Drops. Nee. Also schneller ist eine gute Sache. Mehr Drops ist auch okay, aber... prinzipiell dann doch noch ganz gerne Battle hinbauen. Okay, wir müssen jetzt tatsächlich erstmal Ressourcen sparen. Wenn wir hier noch ein Gebäude hinpacken wollen. Weil Hunting gibt es ja in dem Sinne gar nicht, ne? Also es gibt ja nichts, was das irgendwie... Das kann ich dann vielleicht hier irgendwo hinpacken. Ah, guck mal, hier geht das jetzt. Okay. Das kann ich hier jetzt. Okay, okay, okay. I got it. Stuff kann ich mir da holen. Skins, Skins. Nein, ich krieg keine Skins. Wie hier einfach auf so einem Fleck so 500 Tiere sitzen. Was ist jetzt eigentlich hier aus der Battle Arena geworden? Nichts. Okay. What? Okay, ich nehme das jetzt einfach so hin.
Nee, nicht Coins. 750 und 200, okay. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz. Deutlich mehr. Hier nicht auch schon irgendwie so ein... Das ist einfach ein Small House. Was ist das? Coffee Shop? A Training Yard, okay. Okay. Training Yard ist schon scheiße langsam in seiner Produktion, aber sei es drum. Hm. Ewig. Okay, wir können das unlocken. Das braucht aber 500 Holz. Train Station. Auto Generate Population. Ja, nee. Wobei. Wie viel brauchten wir für den Dungeon? 10 haben wir. Rein da. Mal gucken, was das bringt. 3 Minuten. Schauen wir mal. Komm, dann machen wir jetzt Unlock. Leveln das Ding gleich mal ein bisschen. Hier kommt jetzt tatsächlich ein Zug an? Crazy shit. Was kostet denn mehr Arbeiter doch gleich? Das braucht 2500. Nee, das ist niemals. Also, es ist halt einfach alles extrem langsam. Man hat irgendwie trotz der neuen Gebäude hier oben nicht so wirklich das Gefühl, vorwärts zu kommen. Im ersten Augenblick sah das Spiel gar nicht so gut aus, aber jetzt merkt man, dass es echt nicht so toll ist. Ja, irgendwie so richtig überzeugt es mich auch noch nicht. Oh, okay, der Hafen bringt auch Battle Points, okay. Hm. Also ich glaube, ich warte nochmal, was passiert, wenn hier der Dungeon fertig ist. Wahrscheinlich gibt es da auch nur random Belohnungen und dann... Ich da auch fast schon wieder genug von, weil, so, der Hit ist es tatsächlich nicht. Das ist halt so ganz nett, aber es, also gerade, weil es nichts kostet. Aber es ist jetzt nichts, was mich total vom Hocker hauen würde. Also das ganze Prinzip ist halt einfach viel zu wenig idle-lastig, um halt hier wirklich so ein Prestige-System und irgendwie Idle-Mechaniken zu haben. Das funktioniert irgendwie nicht. Dazu muss ich hier viel zu viel aktiv machen. Viel zu viel aktiv vorsitzen und dies, das, jenes tun. Aber ich mache halt immer das Gleiche. So, irgendwer will irgendwas haben. Das gebe ich dann ab. Und nebenbei klicke ich hier halt wieder Sachen an, um halt Sachen nachzuproduzieren. Das ist halt so... Nee. Mir noch irgendwas Tolles im Grunde nehmen.
Abgesehen davon poppt halt so alle 3 Minuten irgendein Achievement auf für was auch immer. Aber wir kriegen immerhin ein bisschen Magic an Land. Das ist okay. Was sind diese Wunde? Abgesehen von extrem teuer. Okay, da habe ich jetzt ja ein bisschen Ressourcen aus. Wirklich tolle Sache. Knüller. Und jetzt könnte ich theoretisch die gleiche Quest normal machen. Oder den Spaß hier angehen, der 21 Minuten dauert. Also ich weiß ja nicht. Also da war selbst The Islander irgendwie motivierender und The Islander hatte schon halt gar kein Ziel. Ich weiß nicht, dem Spielprinzip fehlt irgendwie was für meinen Geschmack. Warum kann ich hier jetzt... Ist das jetzt von Monstern besetzt gerade? Oder weil hier war doch eigentlich ein anderes Gebäude. Aber offenbar haue ich da jetzt kleine Blobs. Okay, geht klar. Ja, nee, ich glaube, wir lassen das an der Stelle mal, oder? Weil, also... Irgendwie so richtig spannend ist das halt nicht. Also ich könnte hier wahrscheinlich nur Upgrades kaufen. Okay, da platzt die City Hall auf einmal. Dann kriege ich halt schneller Ressourcen. Ja, okay, sehe ich ein. Und noch 300 Achievements. Aber irgendwie, ich weiß nicht, dem ganzen Prinzip fehlt halt irgendwas. Oder irgendwie ist das... ich weiß noch nicht genau was, aber irgendwas fehlt, um mich hier längerfristig bei der Sache zu halten. Also, dass ich hier irgendwie 10 verschiedene Ressourcen direkt am Anfang habe, ist irgendwie total unnötig. Also, diese verschiedene Anzahl an Ressourcen bringt halt an sich gar nichts. Die macht es eigentlich nur unnötig kompliziert. Also, die gibt dem Spiel halt auch nicht wirklich mehr Tiefe in dem Sinn oder mehr Komplexität. Es ist halt einfach unnütz irgendwie. 3 Ressourcen hätten halt völlig gereicht. Und dann halt lieber irgendwas, dass man hier eine Automation reinpacken kann und halt nicht 5000 Mal klicken muss. Aber okay. Nette Grundidee, aber irgendwie in der Ausführung so mittelprächtig. Ja. Weil wenn ich überlege, dass man irgendwann das komplette Ding hier voll gebaut hat und halt ständig irgendwo irgendwas machen muss, wäre mir das, glaube ich, echt zu anstrengend. Ja, nee, nette Sache, aber lassen wir mal gut sein.